Kunststoff-Rohmaterial brauche ich 2. Ja, genau, für Betten zu bauen. Wir wollten das ja wegen dem Spawn mal ausprobieren. Kann ich irgendwo, haben wir irgendwo Kunststoff-Rohmaterial? Ah, die Kettensäge kann ich rausholen. Das, den Bohrer habe ich, T2. Scharfschützengewehr, können wir das jetzt upgraden oder auch nicht? Ich glaube, brauchst du auch die Legion. T2 war schon. Speckless Delta schreibt, ich sehe nichts. Ja, dann muss ich Augen aufmachen oder neu laden. Muss ich mal sagen. Kunststoff. Glasfaser, Kobaltlegierung. Oh, jetzt wird's hell. Doch, guck mal, wenn Stream noch läuft, weil Speckless gesagt hat, er sieht nichts. Punch. Wo haben wir denn? Holy shit. Mach schnell, das ist viel für ein, wir haben eh 2 Konstruktoren, es wäre hier auch gegangen. Achso, geht nicht, weil die an den Waffen alle da drin sind. Genau. Wie mache ich denn das Kunststoff-Rohmaterial? Wo finde ich denn das? Keine Ahnung. Aber normalerweise, wenn wir das hätten, würde der Konstruktor. Ach, da brauche ich Mais. Nein, das geht nicht. Wir brauchen Fluxspule. Spectre schreibt, der Stream sollte doch schon vorbei sein, wie gesagt, ja. Das 10 Uhr ist einfach nur ein Scherz. Ja, ja, das ja, haben sie jetzt irgendwie nicht so. So, alles klar, dann hol ich jetzt den. Der Bohrer. Also, Kunststoffrohmaterial haben wir jetzt. Haben wir keinen Bohrer auf T2? Nee, Bohrer haben wir, glaube ich, nicht. Okay. Sturmgewehr. Bohrer T2 haben wir eigentlich schon. Ja? Ja. Das könnten wir schon machen. Soll ich da meinen Bohrer drin lassen? Ja, kannst du ja drin lassen. Okay. Ich hab das eben gerade gefragt und dann den Bohrer. Warte, Produktion. 17 ist Minuten, dann ist dein Schiff fertig, Swifty. Ja, ist den Ersteller. Ja? 6 Likes. Was, ich? Ja. Nein, du. Okay. Der Daddy hat 6. Die Swifty. Die Jackie. Die Swifty hat 15 und ich hab 16 Likes. Also daher. Okay. 17 hab ich. Und ich hab gar keinen. Oh, dann mit dem scheiß Andros-Sau. Okay, also. Den Bohrer T2 haben. Wo ist jetzt das Multitool? Können wir eh noch nichts anderes machen? Dann brauche ich noch die Ladungen fürs Multitool. Müsste ich jetzt. Nee. Da mache ich keinen Weg rein, sondern. Multitool-Ladungen. Ordnung. Kann jetzt das Scharfschützengewehr jemand aufrüsten auf Level 2, auf T2? Ja. Und das Sturmgewehr aber nicht, oder wie? Nur wenn nein, wir es geht bei. Es geht bei. Genau, die Kobaltlegion. Also, genau. Sturmgewehr und Scharfschützengewehr können wir noch nicht aufrüsten. Okay. Nein. Was ist eigentlich mit der ganzen Munition, die hier drinnen liegt? Habe ich mir noch das nicht genau beobachtet. Gewehrsachen. Für die. So. Ding. Ich habe gesehen, hier gibt es so einen Aufzug, den gönne ich mir mal auch ein bisschen. Gönn dir hart. Ich gönn's mir hart gerade im Moment. Also die 30mm Kugeln sind eigentlich nur für unsere Geschütztürme oben, ne? Wieso? Ach, crouchen, nicht F. Crouchen. Keine Ahnung, wie gesagt, hau dir mal Munition da rein und so. Die Scharfschützenmunition müsste jemand anders bauen. Ja, es kann, weil ich habe das Scharfschützengewehr nicht gelernt, ich kann es ja nicht. Ah, okay. Ich gucke jetzt mal unten, was man da noch an Munition, haben wir da noch irgendwas? Da machen wir noch einen Fahrstuhl für oben hin. Die, also 30mm Kugeln haben wir jetzt da mal genug, das sind einige viele drinnen. 15mm Kugeln haben wir. Einige viele bisschen toll. 15mm Kugeln haben wir auch, das einzige, was mir noch fehlt, das Scharfschützen, Munition für Scharfschützengewehr und Munition für Sturmgewehr brauchen wir noch. Ah, okay. Die habe ich jetzt nicht gemacht. So. Aufzug! Mhm. Ja, perfekt. Da. Tschup. Lumpfkiste. Machen wir hier wieder. Du den Schacht. Den Scheiß. So, alles klar. Ein Aufzug für nach oben. Ja, dann fliegen wir halt alle getrennt mit den Schiffen rum. Ist ja auch ganz interessant. Ist auch cool. So. Düm, düm, düm. Hui. Mal gucken, wie wir das einkleiden können. Das sieht doch bestimmt cool aus, wenn man das da ist.
Nice. Dann werden wir mal auf einen anderen Planeten aufbrechen, um mal ein bisschen... Auf einem anderen Planeten brechen, ja. Ja, genau. Hat irgendjemand von euch einen Kühlschrank im Schiff? Ja. Ich habe bis jetzt noch kein Schiff. Ich habe nur O2-Station, O2-Tank, Munitionskiste. Wie lange braucht es, bis es gebaut ist? Ah, da steht jetzt 25 Minuten. Okay. Treibstofftank. Ja. Oh, da. Also ich hätte zwei Frachtbox. Kühlschrank, ich habe auch einen Kühlschrank. Ich habe zwei Kühlschränke. Kühlschrank? Das heißt, Jackie, produzier mal Nahrungsmittel, was geht. Ich habe zwei Kühlschränke. Ich habe immer noch zwei Kühlschränke. Angeber. Ronny hat zwei Kühlschränke. Wer ich einen braucht, geht bei Ronny. Ich habe zwei Kühlschränke. Was braucht man denn, dass die Klonkammer funktioniert? Weiß das jemand? Keine Ahnung. Nö. Die Klon, wir haben ja eine Klonkammer, aber wir konnten uns hier nicht respawnen und ich weiß nicht wieso. Okay. Ja, weil wir zu weit weg waren. Das glaube ich nicht. Doch, ist aber so. Wenn ich bin vorher gestorben, konnte mich in dem abgefuckten, in dem zerstörten Ding draußen respawnen und hier sind wir 300 Meter weiter und hier konnte ich mich nicht respawnen. Also liegt es definitiv nicht daran. Backless, natürlich wissen wir, dass das alles nur Spaß ist. Was? Spaß? Nee. Nee. Totenernst. Totenernst ist das. Geräte. Ich muss auf die Warndinger gehen. Klonkammer. Die Klonkammer ist ausgeschaltet gewesen. Okay. Hey, Fehler gefunden. Also den Blödsinn auf HUD-Anzeigen aus. Okay. Sperrcode. Bitte Schlüssel eingeben, öffentlich. Also 0000 ist öffentlich. Okay. Setzen. 0000. Bitte Code eingeben. Code. So. Level 13 erreicht. Sieht schön aus mit dem Sonnenaufgang. Ah, ist das pixelig. So. Also wenn es das Spiel jetzt noch in der Grafik von Ark gäbe, dann... Ja, die Grafik finde ich hier gar nicht so blöd. Ja, ich finde die Grafik hier... Jedes Spiel hat seine eigene Grafik, ne? Das ist halt... Ja. Stereotypisch gesehen, ne? Check gemacht schon Nahrungsmittel? Bin schon dabei. Ja, schön. Nice. So. Was brauchen wir sonst noch alles mit? Ich habe jetzt Multitool-Ladungen, Bohrer-Ladungen natürlich, das Motorrad. So. Ich habe die Pöller, die ich draußen platziert habe, wo das Gewächshaus draufsteht, habe ich mal schwarz-gelb markiert, damit keiner dagegen läuft. Ich habe jedes Mal mit blutigen Nasen zu kämpfen. Ich bin schon wieder gegen den Pfeiler gelaufen. Du meinst der Pfeiler, der 3 Meter dick ist? Ja, genau den. Den habe ich nicht gesehen. Mach den Pfeiler weg. So, Hauptbereich auffüllen. Wir haben hier noch irgendwo... Ihr müsst auch in den Schiffen dann die O2-Tanks auffüllen, ne? Okay. Ja, absolutes Neuland, ne? Wir haben also noch ein bisschen O2. Viel Spaß noch, gute Nacht, schlaf schön. Bis morgen. Hier hat es radioaktive Strahlen. So, das ist auch aufgefüllt. So. Also, ich würde sagen, bis auf die Beete ist das neue Gewächshaus fertig. Cool, wa? Nee, ist scheiße. Ich weiß. Du weißt, ich mag alles, was er tut. Und ich hab. Wir brauchen. Das Einzige, was wir noch ein bisschen machen müssen, ist, glaube ich. Ich 15 mm Munition, oder? Oh, ausprobieren. Mhm. Ich glaube, bei Twitch war es gewesen. Raid. Müsste die neue Animation sein. Oder mein Twitch-Chat hat sich aufgehangen. 15 mm. Slash Raid. Slash. Raid. Ja. Ne, macht doch nichts. Das soll ein neues Update. Hat sich hier jemand bei den Stahlblöcken verklickt? Swift, hast du die falschen Stahlblöcke gebaut? Nein.
Weil hier S-Stahlblöcke drinnen gelegen sind. Die habe ich eben gerade auf Tasche geholt und habe gemeint, die wären dir, weil das S-Stahlblöcke sind. Aha, nein, die wieder zurückgetan. Die habe ich gemacht für zu meinem Chef reparieren. Okay, ja, es liegen hier drinnen in den Kisten auch schon fertige Produkte, ne? Da könnt ihr auch mal reingucken. Ja, ja, da gucken wir immer rein. Nur machen wir dann was Eigenes. Nein, also wir holen schon das raus, was da drin ist. Wer ist gegangen? Wer ist gegangen? Keine Ahnung. Achso. Keiner. Nee? Achso, ich hab nur Gustav nur gesagt, er liebt Einhörner. Ich hab gesagt, So, Fensterblöcke. Wer produziert denn so? Achso. Fensterblöcke habe ich gemacht. Ja. Die S. Ja, die S, weil ich mir dachte, ich baue ein Cockpit bei unserem Bodengleiter, aber das war dann doch ein bisschen anders. Scheiß hier laufen, ne? So. Oh, noch ein paar Lämmchen für draußen hin, damit es dazu dunkel ist, ne? So, dahin. Dahin. So ein bisschen beleuchtet. Bisschen heller das Ganze gemacht. Oh, ist schon heiß. Also das ist Einzige, was mich noch interessiert, wie kann ich in das Raumschiff jetzt einstellen, dass das öffentlich ist? Und nicht nur privat. Ach doch, da oben steht's privat. Name? Nehmen wir das. Okay. Create a new password. Penis. Your password is not long enough. Enough. Liege. Rashi schreibt gerade, ob Einhörner oder nicht. Hauptsache süß und Pony. Ja. Ich muss unbedingt mehr Triceratops und von den Maultieren töten. Also ich packe jetzt mal mein ganzes Zeug hier in die Kiste rein und werde dann rausgehen und werde mich mal töten lassen. Wenn mich irgendwas töten will. Also ich habe eben gerade Speckless verabschiedet und der hat noch geschrieben, nee, wärt ihr nicht lustig, ich bleibe bis zum bitteren Ende. Okay? Okay. Ja. Wollt ihr die Klappe? Hashtag bis zum Schluss. Ja, bleibt bis zum Schluss. Und wenn es sein muss, bricht er bis zum Schluss. Hab so einen blöden Hund, ich sag's euch. So, L, Licht an. Das ist das Sternbild des blöden Hundes. Ja, blöde Töle. So, und wo? Einhörner kommen laut den Legenden, aber nur zu Jungfrau. Verdammt. Kaum will man, dass man getötet wird, wird man nicht getötet hier, oder was? Habt ihr gehört? Einhörner kommen nur auf Jungfrauen. Was? Jungfrauen? Oh, wow. Einhörner kommen laut Legenden, aber nur zu Jungfrauen. Ah. So ein Scheiß, ne? Wer hat hier rumgeschissen? Ronny war's, Ronny war's. Natürlich, der Ronny. Wenn es einer ist, dann ist es Ronny. Jo. Ja. Ja, natürlich. Wo haben wir denn da? Wo ist denn da? Wo soll... Also ein bisschen hat sich ja was an der Base getan seitdem. Ja, ja. Ein bisschen ich doch. Ich hab nicht aufgepasst. Ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst, dann hat man nicht aufgepasst. Ist nirgends ein Raptor oder irgendwas, was mich fressen will, hallo? Bist du da? Do it! Ich hab keine Lust, wirklich alles negativ zu sehen. Da kommt eine Blume! Töte mich! Töte mich! Was ist mit dir los? Zerstreu mich! Ich versuche jetzt, ob die Klonkammer funktioniert bei uns. Ach so. So, ich bin tot. Die rennt gerade nackig durch die Welt. Nö. Nackig nicht unbedingt, also, aber. Nackig nicht, aber durch die Welt. Ja. So. Was der blöde Hund. Kann nicht auf der Heimatbasis spawnen. Und wenn ich da Destroyed Factory, wenn ich das auswähle, ja, dann bin ich da am Startpunkt. Okay. Klonkammer geht nicht. Nee. Es ist auch. Ich bin auch hier. Nicht, weil wir kein Bett haben. Ich bin hier. Würde ich mal sagen. Ich bin auch hier. Das ist auch keine Klonkammer. Das ist eine verbesserte. Das ist so eine Gesundheitsstation, wie sie auch zu Hause stehen haben. Ich verstehe das. Ich verstehe es absolut. Komisch. Das ist komisch. Aber sowas von komisch. 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 So.
Alles klar. So. Aber wir können uns zumindest auf der Destroyed Factory da. Nur, wieso können wir uns zu Hause nicht respawnen? Das ist ja das. Es wäre etwas scheiße, wenn wir jetzt irgendwo hinfliegen, unsere Raumschiffe zerstört werden und wir nicht mehr hierher kommen. Ja, das wäre natürlich auch gut. Na gut, wir könnten neu beginnen. Ja, aber dann wäre alles weg. Ja, nur das, was wir mit haben. Das Raumschiff. Und das Raumschiff, ja, gut. Ja, ich meine nur, ich spreche aus Erfahrung, hatte ich schon. War nicht so doll. Und ein Raumschiff hast du noch keins verloren? Nie, aber im Weltraum zu sterben. Also. Ja, aber du warst schon mal im Weltraum, sie ist positiv. Bei mir steht 7 mal. Bei mir steht 6. Ich habe wieder einen mehr wie vorher. Ah, ich habe nur einen. Oh, ist doch einer. Aber es ist immerhin einer und der ist hartnäckig. Hart und neckig. Er neckt hart rum. Er lässt nicht locker. Nee, das ist auch gut so. Ja. Weil es ist ja nicht umsonst beste Community, ist wirklich so. So, Scharfschützengewehr, Sturmgewehr. Oh, bisschen Deko dran gemacht. Multiwerkzeug, Multiladung, Rohrladung. Und dann noch hier ein bisschen dekorieren. Ich kann auch ein Pulsgewehr, aber dafür brauchen wir so viel Zeug. Genau wie für den Raketenwerfer. Oh. Da brauchen wir auch Kobalt. Hat jemand meinen Bohrer T2 gestohlen? Oh, ach ne, der ist noch hier drinnen. Okay. Scharfschützengewehr habe ich schon. Bohrer T2. Nice. Ketten sind. Och. Okay. Habe ich echt das vergessen zum Ausräumen, bevor ich Selbstmordkommando gegangen bin? I don't know. Keine Ahnung. Hast fein gemacht. Ach, kostet nichts. Ist direkt wieder da. Direkt hergestellt. Ja. Willkommen. Das ist jetzt nicht das Problem. So. Wie sieht's aus mit Schiff die Swift? Swift ist Schiff. Eine Minute. Okay. Also 2 Minuten. Okay, also jetzt gleich nur noch eine Minute, oder? Ja. Oh ja. Oh. Ich krieg ein Schiff, Swift, Schiff. Ein Schiff des. Ach, die hat auch einfach die Kacke. Die Steuerung ist etwas kompliziert von den Schiffen, finde ich. Okay. Wie lange habe ich denn. Wenn ich jetzt Y drücke, dann stütze ich ab, oder? Bonk. Natürlich. So. Ich habe mein Schiff mal ein bisschen umgepackt, um dann Schiffe. Schiffi zu Swift. Schiffi. Wieso sage ich Schiffi schneller wie Swifty? Oh mein Gott. Schiffi. Wie Schiffi. Schiffi ist spitze, trinkt das Original. So, dann parke ich mein Schiff auch ein bisschen weiter weg. Ey, die Deko-Kanone geht voll weit. So. An alle, die neu dazugekommen sind oder es noch nicht wissen, wir streamen gerade gleichzeitig zu dritt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn jemand Jackie zusehen will, der kann das tun. Oder der Eddie, der streamt auch gerade. Ja. Link unten in der Videobeschreibung. Kommt, geht doch mal vorbei, haut einen netten Like da, vielleicht ein Abo da lassen und euch hin und wieder mal blicken lassen dort. So. Wird mich freuen. Ja. Ja, überall vorbeischneien. So. Produzierst du jetzt eigentlich oben auch Nahrungsmittel, Jackie? Im Moment habe ich noch alles unten, aber ich kann jetzt nichts mehr herstellen. Ich habe alles schon gemacht. Ah, okay. Was ging? Bam. Okay, dann nehme ich mir mal. Immer noch die Haare schön. Dann nehme ich mir mal ein bisschen Nahrungsmittel raus. Ich habe mir jetzt vom Resten die ganzen Obstsachen mitgenommen, weil für hier reichen die locker. Diese kleinen Früchte-Dinger. Die kleinen Früchtchen. Ja, den Kürbis. Ich nehme da auch noch ein bisschen. Aber ich pack da draußen was hin in die. Also in meinen Kühlschrank rein vom Schiff. Auch schön. Wem ist zu kalt? Ah, verdammt. Mir war gerade zu kalt. Mir ist schon wieder zu kalt. Echt? Okay. Besser anziehen, ne? Das ist von deiner Rüstung. Die Früchte, die ich esse, die kühlen nicht aus. Ah, zur Temperaturschwankung. Oh, Wechseljahre Früchte. Hey.